So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Hogwarts. Ja, heute machen wir das hier mit dem netten Geek. Ist ja auch noch die einzige Hauptmission Auftrag aktuell. Der Elf, der Schnappsack und der Webstuhl. Schauen wir mal, irgendwas schneiden wir dann auf. Da hatte ich mal irgendwann gelesen bei den Items hier. Ja, mal gucken. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt! Die liebt Ausflüge. Ausflüge sind immer was Tolles. Los, komm, die Leute warten, wir haben doch keine Zeit hier. Mach hin. Ach ja, so, da ist es. Schön. Ein schlimmer Wilderer. Dick hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. In dieser Zeit sah er zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön, wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Wir sind da. Dick liebt es, die Wesen hier zu beobachten. Besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn sie sicher sind. Gehen Sie nur nahe genug heran, richten Sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist... Alles klar. Der Schnappsack hat hier und dein Schnappsack und hier mit einem Zauber. Okay. Kein Grund zur Aufregung, ich tue dir nichts. Oh, dann muss man noch eine Taste drücken. Na, ist das jetzt super oder was? Brauchst noch mehr? Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und... Nun, Dick weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Dick ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Dick empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneu vielleicht? Na schön, wo finde ich einen? Dick weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Dick hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Dick wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Die Wilderer, die mache ich auch platt. Ja, kein Ding. Oh, warte mal, das. Jetzt ist alles gut. Ach, wir müssen hier mehrere. Schon, ich will doch nur helfen. Revelio.
Ah, den hatten wir doch letztes Mal hier schon gesehen. Wie viel brauchen wir denn? Ich sammle die jetzt alle ein hier. Also eins war noch safe. Revelio. Beruhige dich. Ich tue dir ja nichts. Wieder nicht so jetzt eine ganz entspannte Quest. Warte mal, damit ich hier nicht jedes Mal anders rede und was weiß ich nicht, mache ich das jetzt mal auf die 1. Revelio. Ja. Genau. Da fliegen wir ganz genüsslich hier rüber. Und dann sehen wir mal weiter. In Hogwarts und um Hogwarts. Schön. Tolles Game. Sehr schön. Schönes Spiel. Macht immer wieder Spaß. Revelio. Vielleicht kann man den Sack ja auch erweitern, wenn man es öfter macht. Hallo Dick. Machen wir weiter? Ja, gut. Dick hatte schon Sorge, dass sie einen Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobberknolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Dick hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Levioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Levioso, muss ich doch gleich wieder. Was, wenn ich im üblichen Lebensraum keine Tierwesen finde? Tierwesen entfernen sich selten weit von ihrem Heim. Suchen Sie in der Nähe oder warten Sie einfach, bis Sie zurückkommen. Hast du irgendwelche Tipps, wie man schwer fassbare Tierwesen rettet? Levioso ist nicht bloß hilfreich, um fliegende Tierwesen zu retten. Sie erwischen damit auch allgemein schwer greifbare Tierwesen. Verwenden Sie diesen Zauber, wenn Sie auf ein kleines oder schwer zu fassendes Tierwesen treffen. Würdest du mir vielleicht davon erzählen, wie es war, für deinen früheren Herrn zu arbeiten? Dicks Herr war nicht nett zu Tierwesen oder zu Dick. Für ihn waren sie nur eine Einnahmequelle. Hm. Als Trankzutat, Arbeitstier und mehr will Dick nicht sagen. Aber Dick ist gerne in Hogwarts, wo er sich um Tierwesen kümmern und alles wieder gut machen kann, wozu sein Herr ihn gezwungen hat. Okay. Dann rette ich mal einen Jobberknoll. Viel Glück! Dick wird hier warten. Also, Levioso. Ah, oh, okay, dann haben wir ja schon nochmal zwei. Alles gut. Revelio. Das sind doch die Jabanax hier. Levioso. Oma. Ich Revelio. Revelio. Aha, hier muss man also zweimal ran. Den können wir gleich so fangen. Genau, no, nur einsammeln. Levioso.
Bei den blauen Vögeln dachte ich das. Wegen den Federn. Die man bei denen eigentlich kaufen konnte. Ja, immer wieder unterbreche ich das. Ich hoffe, das geht Leonie nicht so. Dass sie schon wieder gezaubert hat. Ne? Ja, mehr sehe ich jetzt hier nicht. Was kriegen wir denn dafür? Billy Wicks doch. Zauberanweisung. Was ist das jetzt? Stimmt, das Ding müssen wir auch mal wieder eins lernen, da was wir da haben. Ja, ihr wisst doch, die Talentpunkte da. Das hätte mal gut überlegt sein. Oh ja. Man bald abgestürzt. Ich habe einen Jobberknoll. Die hofft, dass ihr Jobberknoll den Schnappsack behaglich findet. Wilderer wollen ihn für seine Federn und sind nicht zimperlich beim Sammeln. Gibt es hier noch andere Tierwesen? Diek weiß nur von einer Sorte. Eine Herde Mondkälber auf einer Lichtung am Ende dieses Pfades hier. Diek trifft sie dort. Und jetzt kommen die bösen Buben dazu, oder was? Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Velio. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ah, da geradeaus. Hallo, Diek. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Wenn Sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen Sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Wie kamst du nach Hogwarts, nachdem du für deinen früheren Herrn gearbeitet hast? Diecks früherer Herr hatte keine Familie. Als er starb, wurden seine Hauselfen demnach vom Ministerium umverteilt. Diek hat es am besten getroffen, da Diek nach Hogwarts kam. Diecks Freunde hatten nicht so viel Glück. Dann kommt danach wieder eine harte Mission nach dieser ruhigen hier. Dann suche ich wohl mal einen Mondkalb. Diek wartet auf ihre Rückkehr. Revelio. Der immer beim Springen hier. Ich weiß, die sind hinter uns. Revelio. Zähne die aus, Mondkal. Revelio. Hä? Wo sind die großen? Rehe da oder was? Glaube ich nicht. Revelio. Nee. Lauf weiter. Ich muss dich Revelio. Hier jetzt nur ein Mondgeld oder was? Was sind das hier? Das sind kleine Vögel da oben. Revelio. Ich finde keins, Kollege. Wo sind denn die? Ich kann keins sehen. Diek,
Was sollte ich noch gleich machen? Sie sollten versuchen, ein Mondkalb zu finden. Da sie nur nachts erscheinen, müssen Sie gegebenenfalls ein wenig warten, bis es spät genug ist. Aha, da kann ich ja lange warten. Geek findet, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauchten Fälle. Na, warum ist jetzt keine Stelle, wo man warten kann? Ich weiß ja nicht, wie das hier abends wird, aber... Ja, müssen wir halt mal warten. Dann gucken wir mal, ob es hier irgendwo ein Rätselchen gibt. Ah, oh, dort gibt es eins. Na, müssen wir mal kurz hier weg. Entweder habe ich jetzt gar nicht richtig zugehört oder keine Ahnung. Kann ich denn hier nicht rüberfliegen? So heftig hier. Revelio. Ich wüsste aber auch nicht, wie man hier die Uhr vordrehen kann. Keine Ahnung. Außer an den Stellen, wo man immer sich hinlegt und da steht wartet. Das wundert mich, dass es jetzt heute hier nicht stand. Dass sonst immer bei den Aufgaben dran steht. Oh, guck mal. Vielleicht wieder ein frisches Mondstein. Rebellio. Besser als nichts. Oh, welch angenehme Überraschung. Ja. Das ist wieder sowas, wo man die alle sehen muss. Revelio. Was ist denn das? So rein? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Incendio! Ja, selbst hier ist einer drin. Schweine, die. Ah, haben sie gut gesteckt. Revelio! Was ist von hier da, die Schale? Campringo! Ist die letzte. Oder gibt es noch eine? Ne, da. So knifflig, Merlin. Doch, hektisch. Alles so weit auseinander. Ja. Alles so weit auseinander. So, jetzt fliegen wir mal dahin. Weiche Zurückfluch erlernen würden. Ja. Flipendo. Kommen Sie zu mir ins Gewächshaus, sobald Sie die nötigen Aufgaben erledigt haben. Klar, mach ich. Ja. Ich will erledigen. Ich habe doch schon alles erledigt. Weiche Zurückflug. Die nehmen wir doch. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Revelio. Ja, und in der nächsten Folge setzen wir uns dann mal an die Riesenspinne ran, das sage ich euch. Ja, die klatschen wir einfach um mit unserem 23er Level. Ja, wir ein bisschen länger kämpfen, aber dass wir ein bisschen Action hat. Wieder. Jeglichen Spinne. Klatschen wir weg.
Immer noch nichts. Was ist denn hier los, Freunde? Da drüben war es gerade dunkler. Geht denn hier die Sonne mal unter? Dauert noch ein bisschen. Revelio. Mich irgendwo hinporte, dann wird es noch meistens dunkel. Hey, letztens wurde es hell, wo ich mich gefordert habe. Hier ist auch noch so ein Rätsel. Oh, wir porten uns mal dahin. Gucken, ob es dann dunkel ist. Ich will mich ja nicht beschweren und so, die erklären ja schon ganz viel, ne? Aber das hätten sie auch erklären können, finde ich. Wie man das dunkler macht, dass die Zeit vergeht. Finde ich. Ne? Nicht böses Blut, aber das hätten sie ja rein Revelio. Schreiben können. Ich wurde schon aktiviert, ne? Ich kann hier gar nicht drauf landen. Hä, hab ich das schon gemacht? Wir sind halt aktiviert. Ich hoffe, ich muss es nie wiedersehen. Nur um sicher zu gehen. Ich muss gar nichts sicher gehen. Tut mir jetzt auch leid für euch. War das schon aktiviert hier? Oder wie? Oder was? Oder wo? Wie was? Ich kann ja nicht mal drauf gehen. Macht doch alles gar keinen Sinn. Ah, wie heißt es? Lange Rede, gar keinen Sinn. Von dem Martin aus YouTube gelernt. Revelio. Statt lange Rede, kurzer Sinn. Und lange Rede, gar keinen Sinn. So, keine Ahnung, also jetzt hier wird doch auch nichts angezeigt, oder da? Wo hat denn der da das gemacht? Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ja, das kann sein. Jetzt kann ich vielleicht was mit den Dingern machen. Ja. What can I do here? Soll ich da drauf landen, oder was? Was soll ich denn hier machen? Wenn das mal erklärt worden würde. Dann wäre das ja mal was, ne? Hallo? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die hier von einem wollen. Was ist ja das? Ja, das ist das Einzige, was hier gerade reinknallt, ne?
Ingradium. Ingradium Leviosa. Leviosa. Ich hab keine Ahnung, Freunde. Revelio. Wie, wo, was hier gezaubert werden muss. Jetzt hab ich einen Saugstuhl. Eingesaugt. Ja, ja, so, es wird langsam dunkel. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal uns auf die Richtung dahin. Oh, hier ist auch noch irgendwas. Ja, hier bist du, was wir hier machen sollen. Landeplattform freigeschaltet. Ja moin. Guck mal, wo starten und landen. Das war's. Rebellion. Wie? Ja, mit Feuerschild. Ja, wie bei den richtigen Helis, ne? Dann gehen dann die schönen blauen Lampen am besten an. Die Lämpchen. So, hier müssen wir wieder an der Seite dran vorbeifliegen, sonst wird das ja gar nichts. Und dann schauen wir mal. So. Dann hoffen wir mal, es ist schon abends angebrochen hier für die Tiere. Anscheinend immer noch nicht, Freunde. Was ist denn da unten? Ein Zeitrennen? Ah, oh, das ist das Zeitrennen. Ach, es tut mir echt so leid, ey. Ich hätte gern hier. Ja. Das hätte ich gerne auch mir anders vorgestellt. Rebellion. Egal, Freunde. Ich pausiere jetzt mal die Aufnahme, weil jetzt weiß ich nicht, was ich jetzt so lange machen soll. Und dann warte ich einfach mal, dass es dunkel geworden ist. Und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Und dann ist ja alles gut für euch, ja? Okay. Also, Freunde, dann bis gleich. So, Freunde, es ist abends und mein Spiel ist einmal gecrashed. Das erste Mal, als ich den nochmal vollgelabert habe. Aber irgendwie ist niemand. Hä? Rebellion. Also. Ich hab gar keine Ahnung, worum das nicht geht. Rebellion. Rebellion. Ich dachte gerade, es crasht schon wieder. Ich kann keins einsammeln. Ich finde keins. Ach ja, das ist doch echt blöd. Hier ist ja keins. Quatsch den nochmal an, gucken, ob es nochmal abstürzt. Deek, was sollte ich noch gleich machen? Sie sollten versuchen, ein Mondkalb zu finden. Da sie nur nachts erscheinen, müssen sie gegebenenfalls ein wenig warten, bis es spät genug ist. Das ist es ja eindeutig nachts. Hm. Ja, gar keine Ahnung. Leviosa. Revelio. Das ist nur so ein... Leviosa. Revelio. Das ist nicht.
Ja, gar keine Ahnung. Leute, ich muss nochmal pausieren. Ach ja, Freunde, guck mal, da unten steht F, warten. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Ich habe mir das jetzt mal wo angeguckt. Ja, seht ihr das, Freunde? Dann geht es auch. Ach ja. Komm schon, ich will doch nur Herr Diose. Sonst wäre es nicht gegangen. Ach ja, das muss man ja auch erstmal wissen, Freunde. Ja, hätte ich ja lange warten können. Oh. Kein Grund zur Aufregung, ich tue dir nichts. Melioso. Ach, so einfach wär's gegangen. Wir hätten einfach Karte F warten. Biester sind aber auch schnell hier. Ne, die muss. Es geht nicht anders, nur so. Jetzt ist alles gut. Wie groß die Tasche ist, weiß keiner. Ja, das wäre auch so. Wartet hätten irgendwie. Ich weiß noch nicht, warum wir das mit den Tieren brauchen oder was. Oder ob wir dann davon selber die Federn von den Vögeln oder sowas kriegen. Nee, wenn wir da. Sauber. Beruhige dich, ich tue dir ja eine Velio. So, da ist noch eins. Velioso. Noch ein Sack und Pack hier. Ich pass auf dich auf, Revelio. Na, heute ist knackig draußen, aber die Sonne scheint. Das ist schön. Das ist schön. Aber wenn wir heute erst den 28. Februar. So, ich denke mal, wir haben alles. Also seht ihr mal, wie ich schon vorproduziert habe, schon. 2 Wochen, ja. Aber das Spiel ist halt einfach auch so gut. Also, ihr seht das jetzt am 14. oder irgendwann, 15. Und wir haben den 28. heute. 28.02. Es war schwieriger zu fangen als die anderen, aber ich habe jetzt ein Mondkalb. Noch ein Wesen, heil und unversehrt. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Die schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Na gut. Deke wird sie im Raum antreffen, wann immer sie bereit sind. Na jetzt! Meine YouTube-Freunde, die wollen doch jetzt was sehen. So, hauen wir uns mal hier die Lampe wieder drauf und dann können wir uns noch ein paar Talente skillen. Ja? Na doch, Karte. Ah, beim letzten Mal ging das relativ schnell hier.
Mit den Porten. Ja, scheint jetzt auch zu kommen. Ich höre es nämlich schon. Ja. Die Quidditch, sie sollten spannen. Da sind sie ja. Ich habe nichts gedrückt diesmal. Geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Ah, und dann kriegen wir die Federn, oder was? Oder die Aber, hier ist nicht genug Platz für sie. Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Na, hast du nicht Wenn einen extra sich darauf Raum? Konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum. Ewig. An was genau hatten Sie gedacht? Ewig. Klingt größer. Na nun? Wir haben ein Schloss gekriegt. Sie haben es geschafft. Aber was ist es? Das weiß Dieg nicht. Es gibt nur ein Ziel, das herauszufinden. Ja, wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Ganzes Gewächshaus hier. Für die Tiere. Revelio. Dick, kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Mm-mm. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Noch keins. Ach, ich lasse es so, wie es ist. Aber trotzdem danke, Dick. WTF? Was ist das für ein Game, Junge? Sehen Sie nur, es ist unglaublich. Wo sind wir, Dick? Tschüss. Es sieht aus wie eine Heimat für ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Dieses Spiel ist echt krank, Alter. Du kannst nicht sagen, was ihr wollt. Ihnen ihr neues Heim zeigen. Wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Little Muffin, Schoboknallt, ein Mund. Bleib aus, um das Gehege jetzt hinzuzufügen. Ihr könnt alle raus, gerne, ja. Können wir noch was drücken? Männchen, Weibchen. Das war eine mega Arbeit, sag ich euch. Süß. Der wirft mir ab und zu ein paar Federn ab, die ich einsammeln kann, oder was? Die glaubt, das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Ganz bestimmt. Noch Bäume alles ich pflanzen, hoffe nur, oder wir was? Haben genug Platz für alle. Das hofft Dick auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja, sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien, wie Knuddelmuffhaare. Wenn sie magische Materialien von ihren Tierwesen sammeln, zeigt Dick ihnen, wie sie sie verwenden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Magische, gepflegt und versorgt mit einem Tierwesen, Tierwesen, böse Tierwesen. Pflegen Tipp auf Tee und dann Tierbürste. Ich weiß ja nicht, ob das tun wie der Leipziger Rat. Wunderbar. Oh, da, guck mal. Oh, süß. Ah, hier, 24 Minuten braucht es jetzt. Boah. Beschwören? Was ist denn beschwören? Ja. Oh. So süß, Mann. Revelio.
Knuffig. Brauchen die alle so lange? Mhm. Ich habe ja aber quasi auch noch mehr, die ich hierher setzen könnte, ne? Stimmt. Ich habe magische Materialien gesammelt, Deke. Deke kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird sie auf verschiedenste Weise nützlicher. Versuchen Sie es doch mal. Deke glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus. Ah, den muss ich schon drinnen hinsetzen. Ich meine, so viel Zaubermaterialien brauchen wir jetzt auch nicht, ne? Von jedem vielleicht zwei. Warte mal, wir haben hier... Was haben wir denn hingesetzt? Den Menschen, glaube ich, ist das, hä? Machen wir hier mal noch ein Weibchen her, auf süß. Ja, da könnte ich vielleicht ein paar Kitties kriegen. Zack. So, beim Vogel haben wir das schon. Da brauchen wir noch hier das. Und bei dem brauchen wir... Alter, was ist denn das? Ah ne, das war nur ein Stern. Das ist was Besonderes, oder was? Hä? Warte, wir brauchen dann noch hier Männchen. Was ist das mit einem Stern? Weiß das jemand? Hier gibt es auch einen mit einem Stern, den haben wir schon. Ich weiß nicht, was es zu bedeuten hat, Freunde. Ja, ihr wollt alle was, ne? Hast du schon? Nee, was fehlt denn dir noch? Dir fehlt Happa Happa und dir Kleiner? Dir auch? So, die können wir jetzt sammeln. Ne, hier, guck mal, der braucht noch alles. So, haben wir jetzt alles? So, glücklich, ja. So. Süß, wie die da rumhüpfen. Wir sind andere Dimensionen. Ich weiß auch nicht, wo wir sind, ja. Irgendwo. Egal. Egal, Freunde. So. Gehen wir mal rein. Packen das Ding hin. Ja. Ich hoffe, wir haben da nichts hingestellt. Im Moment kann ich ihn nicht gebrauchen. Ja. Wir machen das sofort hin, da das Ding. Erstmal sammeln wir das und den Düngerchen. Und ja, hier bin ich echt enttäuscht. Echt enttäuscht. Obwohl, hier sind es doch 10. Wenn wir jetzt 10 sind, dann ist es doch gut, weil hier Ertrag 5 steht. Ich check auch nicht durch. Ich beschwöre einen verzauberten Webstuhl. Ja, das machen wir doch. Na, war doch das, oder? Ja. Oh.
Ach, hier gibt's nur eine Sorte, hier gibt's kein Design, ne? Hier gibt's nur Farbe. Okay, wir hätten da noch ein bisschen Platz. Mal wieder das Licht draufpacken. Ausrüstung automatisch bei Hauptwert der Offensive oder Defensive. Magische Mal können gut genutzt werden, um mit dem Webstein einen zweiten Wert zu fügen oder zu verbessern oder Ausrüstung Eigenschaften zuzuweisen. Mehrere kleine Verbesserungen können deine Kampfkraft beachtlich verstärken. Pass eine Eigenschaft hinzu und verbessere ein kleines Stück. Neue Tierwesen können in Bauen gefunden oder in Aufträgen freigeschaltet werden. Neue Eigenschaftsrezepte können bei Bietenlagern gesammelt werden. Okay, das heißt, muss man alles hier machen, ne? Mhm. Ah, das, was blau ist, haben wir gerade aktuell an, ja? Verbesserung anzeigen. Erhöhter Schaden durch alle Pflanzen brauchen wir nicht. Erhöhter Schaden mit Versiklus. Erhöhter Schaden gegen verfluchte Ziele. Keine Eigenschaft. Erhöhter Schaden mit. Ja, und hier. Noch keine. Hier auch keine. Was musst du verbessern? Ah, F. Okay. Ich verstehe. Das heißt, Legendär 23, nennen wir die. Ja. Hier machen wir die hier drauf. Nice. Und eine Eigenschaft hinzu. Das hat keine Eigenschaft. Was ist denn hier 20? Das hat eine, das hat auch eine. Das hat auch keine. Und hier auch nicht. Okay, machen wir hier eine drauf. Was wollen wir denn? Soziale durch Inferi. Erhöhter Schaden durch alle Pflanzen. Ne, ich bin Schrott. Mit Bombarda. Haben wir das überhaupt? Verbrennen. Das haben wir auch. Also das ist das, was wir schießen. Incendio. Entdeckte Eigenschaften. Kräuterkunde. Da fehlt uns was. Das Dirikaos. Schauen sich alle Pflanzen an. Wir benutzen eh keine Pflanzen. Ah, okay. Ab hier ist noch alles gesperrt. 69 unentdeckte Sachen. Freunde, hier gibt es so viel in dem Spiel. Es ist unnormal. Also Kräuterrotz will ich nicht. Pflanzen benutze ich kaum. Müsste ich vielleicht öfter mal. Ich Kobolde? Nee. Was benutzen wir denn oft? Kann ich nochmal kurz gucken? Ja, die Flamme eher nicht. Also die Flamme nicht. Das andere davon. Das, also nicht die Flamme, sondern das hier. Kann man ja eigentlich noch eine hinzufügen? Oder wie ist das? Geht auf jeden nur eins. Eigentlich die Tiere verkaufen ist auch ein bisschen blöd. Da kriegt man zwar Geld, vielleicht kriegen wir auch genug Geld. Aber wiederum kann man die ja dort ablegen. Momentan gibt es nichts zu identifizieren. Cool, also das Spiel macht echt Spaß und wir sind schon wieder bei 50 Minuten, Freunde. Ach Mensch. Das ist doch nicht normal hier in dem Game. Ich habe den Webstuhl benutzt. Wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja, indem sie noch mächtigere Tierwesen retten. Aber jetzt rät Dick ihnen, sich ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die sie schon gerettet haben. Kann ich mit dem Webstuhl jedes Kleidungsstück verbessern? Der Webstuhl verbessert nur Kleidung einer bestimmten Qualität. Bestimmt nur lila und gold. Nimmt an, dass sie unterwegs noch wertvollere Kleidung finden. Dick weiß auch, dass sie in den Läden von Hogsmeade verschiedene Kleidungsstücke bekommen, die sie verbessern können. Ja, das weiß ich. Die sind aber ganz schön Danke teuer, die Dinger. Hilfe, Dick. Aber da können wir mal reingucken, zwecks die Tiere und was weiß ich nicht, ja.
Jetzt können wir da nämlich auch neue Rezepte kaufen, soweit ich weiß. Ja, da können wir ja also einfach rauf spazieren und dann meditiere. Unterrichtsstunde Astronomie. Besuchen wir Unterricht. Ja, ich würde sagen, das können wir. Ah, nee, Freunde. Ich habe gesagt, nächste Folge gibt's Action. Nächste Folge gibt's flüchtige Begegnung. Da machen wir die Spinne. Oh, und eine neue Herausforderung sehe ich noch. Bei den Ruinen von Schloss Falbert. Nach Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem. Oh, eine neue Aufgabe. Egal, wir machen nächste Folge trotzdem Rambazamba. Und da geht's hier völlig los, ne? Spinnenkampf. Ah, ganz weit oben. Aha, ja, das brauchen wir Stufe 17. Ne, wir machen den Unterricht dann erst. Sprich mit Sebastian. Beobachtet, wie sie in der Nähe der großen Halle gestritten haben. Ja, wir machen das trotzdem erstmal mit der Spinne. Wir versuchen uns da einfach mal. Nicht gesehen, das geht auch, wenn man nicht so weit oben ist. Okay, Freunde. Ich muss nochmal nach Hogsmeade schnell. Ich will mal kurz gucken, wie die wegen die Rezepte da. Das hier, rette Biskut, bemerken Kurve in der Nähe. Tierwesenbedarf, okay, hier gibt es die Tierwesenzeug, ne? Da guck ich auch mal rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ich sporte mich da mal hin. Und dann gucken wir da mal kurz rein und dann machen wir die Aufgabe. Also, Freunde, bis dahin. Danke euch fürs Zuschauen. Ciao, ciao.